Guten Tag bei diesem kurzen Blick ins Labor. Wir testen heute einen Bandpass, einen 10 MHz Bandpass von SV1AFN. Dieser SV1AFN macht sehr viele kleine Boards, kleine Hilfsmittel für den Funkamateur, auch für andere Zwecke. Was ich hier teste, ist ein 10 MHz Bandpass, der eigentlich geeignet ist, um ein GPS kontrolliert das Referenz nochmal von einem Rechteck zu einem Sinus umzuwandeln, das Rechteck von seinem Oberwellenanteil zu befreien und ein sauberes Sinussignal zu erzeugen. Das gelingt sehr gut mit diesem Bandpass und ich wollte mal schauen, wie die Bandbreite dieses Bandpasses aussieht. Ich habe hier eine Zentrumsfrequenz von 10 MHz hier. Ich habe eine Bandbreite, ein Span von 20 MHz, also von hier bis hier sind 20 MHz. Die Sweep Time, also der Signaldurchlauf von hier bis hier, ist rund knapp 4 Sekunden. Und jetzt sieht man ganz schön die Bandbreite, die hier im minus 6 dB Bereich. Also die Schnittstelle ist bei minus 6 dB und da habe ich eine Bandbreite von 2 MHz. Das ist absolut fantastisch, also ein außerordentlich guter Bandpass. Die Konstruktion sieht man hier. Also es ist eine schönes Bandpass mit drei Modulen, die auch noch fein getuned werden könnten. Also man könnte jetzt noch ein bisschen abstimmen, damit dieser Bandpass vielleicht noch ein bisschen symmetrischer ist. Man hat hier den Abfall ist ein bisschen verzögert, aber also das ist dann Jammern auf einem sehr hohen Niveau. Also noch einmal, dieser Bandpass ist sehr zu empfehlen, qualitativ hochwertig und sehr, sehr anständig im Preis und kann auf seiner Webseite bestellt werden. Schönen Dank für diese kurze Analyse und den Blick ins Labor.